Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 41 von Dwarf Fortress mit dem Phoebos Grafikpack. Ja, gehen wir mal rein ins Spiel, ne? Wo sind wir denn hier jetzt? Ach so, in unserem Betrieb, wo alles produziert wird. Aber da wollte ich jetzt gar nicht gucken, sondern hier oben waren wir. Okay, wir hatten einen Zwerg umgewandelt, dass der, sag schon, zum Masonry und Woodcutter wird, ne? Stellt sich mir nur gerade die Frage, haben wir genug Holz ausgewählt? Ich denke, das können wir mal gerade noch machen. Falls es nicht so ist, dann kriegt er halt noch ein bisschen Arbeit dazu. Und falls es doch ist, dann ist nicht schlimm. Ah, da sind noch ein paar Bäume bei. Okay, das funktioniert. Gleichzeitig können wir aber auch noch ein bisschen was ernten, glaube. Gather plants. Okay, da ist auch noch was. Dann haben wir auch ein bisschen was zu essen noch. Interrupted by Care. Auch schön. Okay. So. Der Außenbezirk hat ja nur dieses kleine Loch da oben, wo es rausgeht. Okay, das können wir mal so lassen erst noch. Karawanen kommen dann halt keine großen Wagen erstmal rein. Aber das ist auch nicht schlimm. Da unten wird gerade gebuddelt, sehe ich. Das ist auch schon mal schön. Dining Room. Liegen auch 1000 Sachen rum. Da hatten wir doch eigentlich schon irgendwo was mit Lager und sowas. Wahrscheinlich gerade nicht zuordnet war, wa? Da muss auch noch ausgehoben werden, also lassen wir das erstmal laufen. Gut, gucken wir mal gerade. Das war ja noch da unten ein Coffin hinsetzen. Geht der schon? Weiß ich nicht. Needs Coffin. Okay, der ist noch nicht fertig. Dann gehen wir mal nach oben gucken, ob da schon was... Okay, erst 3 Floodgates, wie gewünscht von unserem Chef. Das war ja auch noch eine Aufgabe. Und dann kommt ein Coffin. Coffin, keine Ahnung. Ja, der braucht Holz. Square Blocks. Was war das dritte? Square Blocks. Und Knochen. Tja, weiß ich auch nicht, ob ich dem das noch irgendwie anbieten kann. Keine Ahnung. Ich glaube eher weniger. Und jetzt ist er auch schon im Strange Mood und Gone Berserker. Ob wir das dann überleben, ist dann die nächste Frage. Lass mal laufen, gucken wir, was er da macht. Ja, ich glaube, er wird gleich schon vor Ort erledigt. Die Karawane war schon sein Verhängnis. Okay. Okay, prima, wunderbar. Die Karawane geht dann auch. Das war ja dann noch in Anführungsstrichen unser Glück, dass er sofort von denen angegriffen wurde. Dann hatten wir die Möglichkeit, das zu überleben. Okay, einer holt da schon irgendwelche Knochen und bringt die raus. Das klappt also auch. Ja. Gut, wir müssen unbedingt zusehen, dass wir das alles in die Wege geleitet kriegen. Aber das ist ja gar nicht mal so einfach. So, kurzer Blick auf nicht das, sondern auf das. Getränke sind nur 22. Kurz mal gucken, ob die Distille, die Brauerei ist im Betrieb. Ich sehe aber keinen, der das macht. Hm. Wäre schön, wenn wir das wissen, ne? Ah, geht's wieder mit Sandrum und sowas. Ja. Okay, das ist von der Karawane noch gewesen. Ich sehe jetzt niemanden, der... Ah, da kommt gerade einer mit dem Stein um die Ecke. Das wird ja unser neuer Mann sein. Der macht bestimmt das Floodgate gerade weiter. Geht jetzt unten rein, hier. Wenn er rausgeht, gucke ich mal gerade rein, ob das erste Floodgate schon fertig ist. Ja, okay, das kennen wir dann schon langsam. Gut. Wasser konnten wir nicht geben, weil dann Kea irgendwo rumfliegt und unsere kleinen Zwerge angreift. Ja, der kann. Wir haben kein Holz. Das ist das nächste. Super.
So, der ist da raus. Schist. Schist Flotgate. Haben wir einen schon fertig. Das ist ja schon mal was, oder? Ja, jetzt holt er dann die nächsten Steine wahrscheinlich. Da wird das Flotgate auch schon irgendwo hingebracht. Das interessiert mich natürlich jetzt wohin. Ich glaube, Lager ist 4. Ich will hoffen, der erscheint jetzt gleich hier. Da ist es. Okay, wird auch ordentlich eingelagert. Gut, dann hat das schon geklappt. Nobles require... Flotgate, 2 von 3, alles klar. Dann ist das ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Ich habe aber die Vermutung, dass wir mal gucken sollten, dass wir mehr Richtung handwerklicher Kunst mehr Personal haben. Dann gehen wir, glaube ich, mal gerade in den Dwarf Therapist rein. Gerade einmal aktualisieren, weil da muss ja einer weniger sein. Ach so, einer mehr geworden? Ich dachte, es wäre einer gestorben. Hm, komisch. Oder ist gerade einer erwachsen worden und erzählte vorher nicht. Auch gut. Aber wir haben 3 hier. Das ist der letzte. Oder der neueste. Der hier war Dingens. Gleichzeitig der Polizeihauptmann, oder? Wie war das? Und dann haben wir noch Inia. Ja. Wo haben wir denn noch einen, der das machen kann? Schlachter. Und was macht er hier noch? Ja, komm hier, du bist noch ein guter Mensch. Und kriegst das auch noch dazu. Damit wir doch noch genug haben. Übertragen. Und dann in die Zwerge rein. Okay, die Dokumente ist klar. Gucken wir drüber. Was wollen sie haben? Large Gems, Wooden Earrings. Doctor Drinks. Tarnt Heights. Cut Gems. Ja. Und Fisch. Ja, schwierig. Ich glaube, wir müssen erst andere Dinge tun, bevor wir sowas noch machen können. Hier unten musste noch ausgebuddelt werden. Macht auch keiner so richtig jetzt. Ja, ich weiß das. So. Wo ist denn der? Der ist da. Make Wooden Wheelbarrow. Okay. Da geht es Holzfällen, will ich hoffen, für die Schubkarre. Da unten läuft einer lang. Aber wo er hinläuft? Ja, der läuft ganz unten weg. Keine Ahnung, wo der hinläuft. Das war der Buchhalter, oder? Okay, da geht's schon zum Steinekloppen weiter. Ist denn da schon der zweite gemacht? Sieht nicht so aus. Okay. Erst ein Flatgate, dann macht er jetzt das zweite, will ich hoffen. Hm. Ja, das Depot liegt natürlich voll und wir haben es vergessen, irgendwie aufzurufen, ne? Oh, da ist jetzt der zweite reingegangen in den Masonry. In die Steinmetzhütte. Ja. Okay, jetzt läuft er wieder raus, holt noch einen Stein, das ist gut, dann wird das auch schneller fertig. Da ist jetzt einer rein und holt das zweite Flatgate. Okay, das ist cool, dann haben wir schon 2 fertig. Dann wird wohl das dritte jetzt gerade gemacht. Achso, beim Therapist wollte ich noch nach der schicken Übersicht gucken, wie viel wir hier Happiness-Probleme haben. 4. Aber die beiden letzten, die können sich vielleicht langsam beruhigen oder so. Wäre schön, ne? Aber die beiden sind ja hier das Kind und... Das ist ein Kind und das ist ein Carpenter, okay. Und wir hoffen, dass die dann mal wieder von ihrem hohen Ross runterkommen. Gut. Er bastelt noch. Major has calmed down, okay.
Und dann geht's ja auch gleich mit der Produktion von hier weiter, von Coffins, damit wir das dann auch schaffen. Gut. Dann ist das Floodgate da bestimmt gleich fertig. Gucken wir mal gerade rein. Ne, wird schon Coffin gemacht, das heißt, es sind Floodgates schon erledigt. Ja, da sind schon drei drin, wunderbar. Und dann kümmern wir uns auf dieser Ebene nochmal gerade um... Ach, das war falsch. B und N. Needs Coffin. Da war doch einer drin, oder? Oder ist der noch reserviert für irgendwas anderes? Kann natürlich auch sein. Nee, kann nicht sein eigentlich. Komisch. Ja, geht nicht. Liegt da einer drin und wir können den nicht verarbeiten. Toll. Nochmal gerade reingeguckt. Dieses kleine Lager da rechts. Was wird denn da alles eingelagert? Das müssen wir mal gerade checken. Settings. Stone. Eigentlich muss da gar nicht alles rein, ne? Das können wir doch schon mal ausmachen, oder? Vorbit. Tja. Das eigentlich auch. Und das auch. Ich glaube, wenn wir das da drinnen lassen, müsste das eigentlich reichen. Gucken wir mal. Ja, halt einer da den Wheelbarrow geholt und holt den nächsten Stein wahrscheinlich, ne? Okay, da ist ein Coffin fertig geworden. Der wird jetzt irgendwo eingelagert. Das gucken wir uns doch mal an. Da oben ist noch einer in dem Lager. Und was passiert jetzt hier? Mandate has ended. Okay. Was will uns das sagen? Wieso ist denn hier so wenig? Naja. Da ist einer mit dem Ausrufezeichen rotes. Was heißt das? Der Arzt ist das. Was macht er denn da? V. In a Berserk Rage. Super. Das heißt, der Herr wird uns auch die Leute kaputt hauen, oder was? Toll. Ja, jetzt muss der Vogel da dran glauben. Gut, okay, das hat keinen Sinn mit dem dann. Squad A K. Da muss er dran glauben. Recht doof, ne? B K. So, sind wir schon drauf. Okay. Dann machen wir nochmal V. Und F für Follow und dann gucken wir mal, wie lange er noch da ist. Shit, den ersten hat er schon platt gemacht. Aber da kommt jetzt unsere Militäreinheit. Ich glaube, der Arzt musste jetzt dran glauben. Ist natürlich super, dass wir unseren Arzt jetzt nicht mehr dadurch haben, ne? So ein Shit aber auch. Medical Chief hier, Dwarf. Haben wir denn einen, der das kann? Ich denke nicht.
Schade. Gut, was möchte der Chef? Nix außer ein Office oder so. Ja, dann können wir dem mal irgendwann einen Raum zuschustern, ne? Ich weiß aber nicht, wohin. Machen wir hier hin, denke ich. Kriegt er da erstmal ein Office dann hin. Gut. Was macht unsere Destille? Die ist ja ziemlich wichtig. Okay, das ist noch nicht abgebrochen. Aber wir haben auch noch nicht mehr, ne? Aber es werden auch nicht weniger. 22 Getränke. Da ist wieder ein Kaffee fertig. Dann müssen wir mal gucken, dass wir sie jetzt setzen können, ne? Geht auch. Drei Stück haben wir, okay. Da oben geht auch noch einer hin. Da. Und ich glaube, wir müssten mal gucken, ob da noch welche frei sind. Da ist schon jemand drinne. Ja. Das passt auch. Und da sind überall belegt. Da kann man noch was machen. Der ist belegt. Der kann... BP war das. BP. Das ist schon belegt und das auch. Das belegt. Stopp, dazwischen mal irgendwo einer, da. Entschuldigung. Natürlich ein Frosch im Hals, ne? Ist ja super. Der muss noch gemacht werden, okay. Okay. Dick. Wie sieht's denn da oben aus? Dann machen wir den noch weg und den noch weg. Und das machen wir ordentlich. Dann die Mauer weg. Und da sind wir schon unten. Okay, dann machen wir da nochmal was. Ah, das war jetzt verkehrt, sehe ich gerade schon. Gut, okay, und dann X den einen da weg. Okay, dann kriegen wir da auch welche. Neue. Läuft, ich glaube, läuft, oder? Gut, da oben ist schon ausgewählt, da werden sie schon weggemacht. Kommen zwei und machen das. Dann wollen wir auch schauen, dass das auch relativ zügig wird. Wie sieht's draußen aus? Werden da weniger? Hm, liegen immer noch so reichlich viele drin. Ein Hunter ist, hat aufgehört zu... jagen, weil er keine Munition mehr hat. Auch schön. Okay. Aber dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.